Hallo Leute und willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary. Wir sind hier in dieser feurigen Halle und ich werde mir jetzt weiterhin einen Weg bahnen, auch wenn ich keinen Plan habe, wo. Ach so, das hat ja nicht geklappt. Ich muss mich ja draufstellen. Genau, okay. Ich werde da hinten bestimmt noch ein paar Mal runterfallen. Und habe gerade das Krokodil nochmal erledigt und so. Und diesmal hat es mich nicht gekriegt. Das war ganz gut. Ja, irgendwo muss es ja gehen. Oh mein Gott, sie kommen! Die Flammen kommen. Ja, ich denke immer, man kann da an die Leiter, aber irgendwo, also irgendwo da könnte ich mir vorstellen, dass man weiterkommen muss. Oder ich muss ganz woanders hier gerade rumklettern. Bin da total falsch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man hier anfangen muss. Passiert ihr hier was? Nö. Kann da eigentlich stehen bleiben? Halt dich fest. Kann man da an der Säule hoch? Ach, man kann hier an der Säule hoch, glaube ich. Schau mal hier. Hahaha. Die Idee bin ich ja auch noch gar nicht gekommen, hier, dass man an der Säule hoch kann. Kann ich natürlich lange suchen. Oh, Moment. Oh. Mein Gott, wer kann sich denn so festhalten? Naja, sie macht das schon. Ah, da kommt endlich die andere Säule raus. Super. Gut. Und ein Kontrollpunkt, ja, das war auch wichtig. Hier kann man einen Mauerlauf machen. Wo geht's denn hier hin? Oh Gott, hier kann ich mich dann runterfallen lassen. Oh. 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 Oh, ja. Ja. Hat ganz klasse geklappt. Ganz toll. Aber immerhin. Immerhin ein neuer Weg. Nun muss ich jetzt alles nochmal machen. Ob ich das schaffe? Ich weiß es nicht. Sieht schon schwierig aus. Jetzt weiß man ja aber wenigstens den Weg. Das war ja schon mal das Wichtigste, finde ich. Ja. Okay. Nein, was macht sie denn? Oh, gerade eben ist sie viel besser gesprungen. Oh, ich hasse sowas, ne? Ganz ehrlich, das sind so die Stellen, wo man so... Ich weiß nicht. Wenn man so tausendmal probieren kann oder beim ersten Mal klappt, so. Und vor allem, manchmal macht sie so diesen Mauerlauf irgendwie richtig gut und manchmal aber auch so lahm, obwohl man die ganze Zeit Schwung gibt. Das hasse ich auch. Jetzt geht es aber wenigstens echt relativ fix hier, so. Wenn man einmal den Dreh raus hat. So. Ja, geh in die Ecke. Prima. So, jetzt lasse ich mich hier fallen und... Ja. Ah, hier kann ich hinspringen. Das habe ich vorher nicht gesehen. Ah, okay, so geht das also. Moment. Erstmal ein bisschen hier hin. Alles klar. Ich habe diese Wand da nicht gesehen. Jetzt hier so nach rechts. Noch einen rüber? Nee. Da kann... Da soll sie hin. Das... Okay.
wenn ihr meint. Ah, cool, geschafft. Aha, sehr schön. Ach, das war ein Geheimnis. Ach so. Ja, gut. Dann habe ich ein Geheimnis gefunden. Sehr schön. Mache ich jetzt runter. Naja, da tut man ja den Weg dann gerne nochmal. Klettern, schwingen und alles Mögliche. Wenn es denn ein Geheimnis ist, freut sich das Tomb Raider-Herz. Ist jetzt das Artefakt da unten irgendwo? Ich habe gerade keine Ahnung. Oh. Leicht angebräunt, die Gute jetzt. Was mache ich jetzt? Wo ist denn das jetzt? Muss ja irgendwo sein. Ich weiß gerade nicht, in welcher Nische das sein... Also, war das überhaupt diese Säule? Oder war das eine andere Säule? Oder... Ja. Jetzt hänge ich hier oben. Prima. Wo ist denn das rausgekommen jetzt? Es muss ja in irgendeiner Nische sein. Vielleicht da hinten an dieser Mauer, nur auf der anderen Seite. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich packe mir hier irgendwann nochmal den Hintern ab. Naja, nimmt sie halt ein bisschen Schaden. Was soll's. Also hier habe ich auch keine Ahnung, was hier ist. Sieht man von hier wenigstens, wo das Artefakt ist? Ich habe keine Ahnung. Okay, hier geht's nicht weiter. Aha, ich kann hier hin. Weiter. Kann ich auch nicht weiter. Das ist ja nicht so toll. Okay, ich sehe schon. Bin ganz oben. Toll. Nur, dass es ihr echt schlecht geht. Nimmt sie hier oben Schaden oder was? Ich nehme jetzt einfach mal ein... Nehme ich ein kleines oder ein großes? Ich nehme mal ein kleines. So. Ja. War ich jetzt hier... Das ist ja mein Hebel, den ich schon hatte. Ich dachte, das wäre jetzt ein anderer. Nee, das... Hä? Hä? Aber das ist doch ganz anders jetzt hier. Das ist doch... Nicht? Das ist doch die andere Seite. Und jetzt war ich hier aber trotzdem schon, oder was? Kapiere ich gerade nicht. Ich war hier doch noch gar nicht. Hä?
Oder irritiert mich das jetzt nur, weil die Säule rausgekommen ist, die vorher nicht draußen war oder so? Ja, was mache ich dann? Stehe ich hier. Toll. Ich würde ganz gerne mal mein Artefakt abholen, aber ich weiß leider nicht wo. Das ist toll. Das muss irgendeine Säule sein, halt. Oh, es senkt sie auch immer an, ne? Egal, was ich mache. Es ist schon ein bisschen fies. Schneller geht's ja gar nicht. Ja, das ist der Hebel, an dem wir schon waren. Warum ist der andere Hebel schon unten? Muss ich das kapieren? Ja, muss ich das kapieren? Jetzt fällt sie mir ja auch noch einfach runter, ey. Kann man nicht aber von hier unten vielleicht ganz gut sehen, wo das Artefakt ist, damit ich wenigstens mal so einen Plan habe, wo ich jetzt eigentlich gerade hin soll. Weil hier war ja der Hebel, genau. Ich hasse das, wenn das Herz pocht, aber ich verbrauche dann lieber meine Energie so lange, bis, bis ich ein großes Medipack dann noch nehmen kann. Lohnt sich das wenigstens mal. Wo ist das denn jetzt? Das dämliche Artefakt, was ich mir ergattert habe, was ich jetzt gerne auch hätte. Ich hätte damals halt gedacht, auf der anderen Seite, aber irgendwie auch nicht. Oder ist es da oben? Nee. Ja, kein Plan, ne? Schade, dass es keinen schnelleren Weg gibt und schade, dass ich nicht mal weiß, wo ich jetzt überhaupt weiter kann. Ich meine, das bringt ja auch nicht, was ich hier jetzt wieder mache, weil bin ich wieder da an der Stelle, wo ich schon war. Es ist auch hohl. Kann sie auch ins Wasser fallen. Dann lieber nochmal den anderen Weg nehmen, wo ich gerade bei dem anderen Hebel war. Den Plan finde ich dann wenigstens etwas besser. Aber es irritiert mich, dass der Hebel betätigt wurde schon. Als ob da was falsch ist oder so. Oder ich muss da ja dann schon gewesen sein irgendwie. Kann ich mich jetzt noch nicht dran erinnern, aber ich war doch... Ich bin doch gerade erst hier hingekommen. Ja, ist ja gut, Leute. Ja, das verstehe ich halt nicht mit diesem Hebel hier. Naja, gut.
Müsste da dann jetzt aber nicht irgendwas rausgekommen sein, was mir helfen soll? Von wo aus geht's hier weiter? Wo ist mein Artefakt? Was mache ich hier eigentlich? Was ist das eigentlich für ein Job, mit dem wir hier unser Geld verdienen? Kann uns mal jemand jetzt helfen hier? Lara kann doch auch nicht alles immer wissen. Das geht doch gar nicht. Wir könnten ja höchstens mal auf die Säule da hinten, ne? Ich meine, wenn das hier anscheinend angeblich schon betätigt wurde, dann springe ich jetzt nochmal rüber. Es senkt sie immer an, egal was ich mache, das nervt. So, ich war noch nicht auf der Säule, merke ich gerade. Jetzt wird's wirklich heiß. Oh, endlich. Geschafft. Unser Bleibarren. Der Grund, wieso wir hier sind. Und ein Medipack. Okay, wir haben, was wir wollten, aber wo ist mein Artefakt? Ihr Schweinebacken. Wo ist das denn jetzt? Ist das der Weg mit dem Mauerlauf, den ich gemacht habe? Ja. Das ist nämlich der Haken da hinten. Hä, das gibt's doch nicht. Wo ist denn das jetzt? Und ich habe voll viel Energie hier verloren wegen diesem scheiß Feuerkram. Das hat mich jetzt sehr genervt, dass ich so viel Medipacks nehmen muss. Wo ist das denn jetzt? Wenn ich mal wüsste, an welche Säule ich muss. Bin echt, keine Ahnung, irgendwo gegen eine Klappe an einer Säule auf und tada. Vielleicht ist die ja auch unter Wasser. Das Artefakt vielleicht unter Wasser und ich habe das nur nicht irgendwie erkannt, dass das unter Wasser war. Weil die ist ja auch mehr rausgekommen. Dann kann ich natürlich hier oben auch lange suchen, weil ich sehe die von hier oben einfach nicht. Da hinten habe ich das schon 100 Mal ausprobiert. Da bin ich ganz oft schon rumgeklettert. Das könnte eine der mittleren sein, dann unter Wasser oder eine hier oben. Auf der anderen Seite, aber da bin ich doch jetzt auch schon einmal rumgeklettert. Kann es doch auch nicht sein, oder? Na ja, jetzt fährt sie. Wow. Sie tut sich voll viel, ey. Ich gehe gar nicht immer so in die Flammen rein. Aber es, ja, kann ich dafür. So. Muss ich schon wieder ein Medipack nehmen? Voll ärgerlich. Ich gehe hier aber nicht weg, bevor ich nicht mein Artefakt gefunden habe. Hallo? Wenn, dann muss es ja eine der Säulen sein, die mir rausgekommen sind. Oh. Vielleicht sollte ich sie auch nicht gerade noch ersticken lassen. Das wäre vielleicht auch noch etwas netter von mir. Also so eine Hebelsäule war das ja nicht, die weiter rauskam. Das war doch eher eine von denen hier, oder? Täusche ich mich? Die da? Nee, das ist ja dieser Steinblock. Auch Quatsch. Also die hier ist auf jeden Fall rausgekommen.
Da ist aber nichts. Ich meine auch nicht, dass es im Wasser war, aber... Ich würde das ganz gerne noch haben. Verstehe ich nicht. Also ich kapiere es nicht. Das ist die Hebesäule. Oh Mann, oh. Ich hasse sowas, ne? Erst macht man hier sich voll die Mühe mit dem Rumgekletter und dann... Das kann doch nicht so weit entfernt sein. Oder war es vielleicht ein ganz anderer Raum? Ja, ich werde mich mal hier an dieser Stelle verabschieden und mich erkundigen, wo mein Artefakt geblieben ist, an welcher Säule. Vielleicht ist es ja auch gar nicht in diesem Raum. Obwohl ich mir das nicht vorstellen kann. Vielleicht hätte ich einfach irgendwo nur an einer bestimmten Stelle rumklettern müssen. Also ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich es finden. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.